Stellen Sie sich vor, Sie hören nichts. Stellen Sie sich vor, Sie sehen nichts. Stellen Sie sich vor, Sie wissen nicht, wo Sie sich befinden. Die Antenne Steiermark Blackout Challenge. Wer hat Nerven aus Stahl und stellt sich der nächsten Challenge? Das ist die Antenne Steiermark Blackout Challenge. Nur auf Antenne Steiermark. Herzlich willkommen zur Blackout Challenge Nummer 2. Warum machen wir das Ganze? Ich habe zu dir, Thomas, was gesagt? Bist du Lulu? Genau, daraufhin hat er gesagt, ja genau, sicher nicht. Und hat mich letzte Woche von 138 Meter Bungee springen lassen. Und jetzt Rache. Rache ist nicht immer süß. So viel schon einmal vorweg. Gleiches Prozedere wie bei mir. Ja. Die Augenbinde. Das ist ja Schass. Das sind Europarks. Die können links und rechts rennen fahren. So, wer nimmt mein Kaugummi? Ah, die Feinbank, weißt schon, die biegt man da unter die Beine. So wie überall. So, und die Kopfhörer? Du, brauche ich irgendwas? Nerven aus Stahl. Bereit? Ja. Alles klar? Ich schaue wahrscheinlich aus, als hätte ich einen Schlaganfall, gell? Du, folgendes. Ich muss aufs Klo. Gernot! Ja. Hast du deinen Führer schon auf der Mais geschossen? Das gibt's ja nicht! Axi! Wir sind da! Wir sind da, und zwar in Borgdeutsch-Landsberg. Da findet die heutige Challenge statt. Und gehen jetzt in die 6. E-Klasse, und zwar in den Physikunterricht. Und werden aber nicht Physik unterrichten. Nein, wir machen ganz was anderes. Wir müssen noch was anziehen. Das ist ein Arztkittel, weil wir machen jetzt ein bisschen auf Dr. Sommer, für alle, die es noch kennen. Bravo und so weiter. Wir wissen, dass es bei dir ein Tabuthema gibt, so Sexualität und so weiter und so fort. Die 6E von Borgdeutsch Landsberg hat ganz viele Fragen an dich. Du machst jetzt sozusagen Sexualkunde. Okay, ja. Was war dein peinlichstes Erlebnis bezüglich Sexualität? Mir ist einmal das Kondom geplatzt. Deswegen gibt es auch die vierjährige Lilly. Ich kann mir das von den Pornofilmen nicht bildlich vorstellen. Könnten Sie uns das aufzeichnen? Was kannst du dir nicht vorstellen in dem Pornofilm? So bist du so rot im Gesicht? Zum Geschlechtsverkehr braucht man Mann und Frau. Ja. Braucht man nicht Mann und Frau, es funktioniert. Also wir gehen davon aus, dass wir Mann und Frau haben. Ja? Das heißt, wir brauchen das männliche Geschlechtsorgan. Ich zeichne das jetzt genauso auf, wie wir das in der Schule gelernt haben, fachmännisch. Ja? Das ist das erigierte Glied. Was sagst du? Ein kleiner Penis? Du wirst noch viel kennenlernen in deinem Leben, das kann ich dir versprechen. Wir denken uns hier die Beine, ja, der Frau. Und dann führt man den erigierten Penis in die Vagina der Frau ein. In den Pornofilmen machen die das in allen möglichen Stellungen. Ja. Die Frage ist gerade aufgedacht, welche? Welche Stellung? Die Reiterstellung zum Beispiel. Ja. Wie geht die? Roland, komm her. Komm auf. Du brauchst jetzt nicht nackert ausziehen. Dass wir keinen Kontakt haben. So. So funktioniert die Reiterstellung. Was ist Oralverkehr? Wie funktioniert der Orgasmus bei einer Frau eigentlich genau? Könnten Sie mal nachmachen, wie sie das dann anhört? Wie klingt der Orgasmus? Ein Orgasmus kann... Ich kann mich so schnell fremdschämen und das passiert jetzt gerade. Echt? Wirklich? Okay. Wie klingt der Orgasmus? Ja! Ja! Du hast dich super geschlagen, aber wenn du dir überhaupt nichts auskennst. Gut, wir machen am Montag Wiederholung. Alles klar? Also ja, es war eh recht lustig, nur wirklich gelernt haben wir nicht viel, weil wir wissen es ja selber noch immer besser als er. Super gemeistert, großartig, aber das wird nicht die letzte Challenge gewesen sein.